Die Book of Boba Fett Serie hat heute ihr Ende gefunden mit der letzten Folge der ersten Staffel. Aber wie die Serie genau ist und wie sie mir gefallen hat, das sage ich jetzt in diesem Video. Aber Achtung, in diesem Video wird es auf jeden Fall zu Spoilern kommen. Also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr einfach das Video entweder beenden oder einfach vorskippen bis zur finalen Bewertung. Aber wie dem auch sei, viel Spaß. Aber ganz grundlegend, worum geht es denn überhaupt? Also, in den 7 Folgen von The Book of Boba Fett kriegen wir zu Gesicht, wie Boba Fett sich als neuen oder als neuer Daimyo von Tatooine eben behauptet, sprich quasi Jabbas Erbe fortführt und halt versucht mit dieser neuen Verantwortung und seinen neuen Gegnern, wie vor allem dem im Fokus das Pike-Syndikat oder noch für andere Verbrecherorganisationen eben klarzukommen, und muss sich halt sein Reich eben erst aufbauen und sich den Respekt der ganzen Leute erarbeiten. Und seine Assistentin und Freundin, Partnerin, die auch immer, Fennec Shand, ist natürlich auch mit dabei. So viel zu der Handlung. Jetzt einmal zu den Sachen, die an der Serie gut bzw. schlecht sind. Also, ich muss sagen, die Serie hatte mit den ersten 2 Folgen einen sehr guten Start. Die ersten 2 Folgen hatten ein gutes Pacing, waren sehr unterhaltsam und haben auch nochmal gut so die Anfangsstory erzählt und haben auch noch so mit Flashbacks die Vergangenheit von Boba Fett gezeigt, beziehungsweise wie sie ihm ergangen ist, nachdem er aus dem Sarlacc entkam. Das hat man auch schon in den Flashbacks gesehen und dann halt in der, außer der Flashbacks in der Jetztzeit eben, wie er als neuer Daimyo klarkommt. Was für Probleme ihm sich da in den Weg stellen. Das fand ich sehr cool. Folge 3 war ebenfalls noch relativ gut. Aber Folge 4 war dann relativ belanglos, beziehungsweise nicht existenziell wichtig und hat eigentlich die Serie nicht vorangebracht, sondern war einfach nur da und hat auch ein relativ langsames Pacing, aber dennoch nicht besonders großartig schlecht. Es war einfach nur überflüssig. Und Folge 5 von 6 waren qualitativ, war auf einem sehr hohen Niveau und waren richtig geil, aber hatten nichts, aber wirklich gar nichts mit Boba Fett zu tun. Denn es sind quasi einfach nur 2 Folgen von Mandalorian, die einfach nur Din Djarin, die Beziehungen zwischen den Mandalorianern und dem Dunkelschwert oder Dunkelklinge und Grogu nochmal weiter erläutert. Und das war's. Das heißt, wir kriegen fast 2 Stunden an Material, an Folgen, die nichts, aber auch gar nichts mit der Serie zu tun haben und auch sich für die gesamte Serie, für den Ausgang der Handlung, eigentlich null Rolle spielen. Das Einzige, was in der Folge 5 noch relevant war, war eben der First Live-Action-Appearance von Cad Bane. Der war das Einzige, was die Serie noch, oder die Folge noch einigermaßen mit Book of Boba Fett eben verknüpft hat und mit Boba. Aber sonst hatten die Serien, die 2 Folgen damit nichts zu tun. Und auch Folge 7 war auch relativ im Fokus von Mando und Grogu. Allerdings hat hier natürlich auch Boba wieder mal, endlich mal wieder nach 2 Folgen, mal wieder auch wirklich Screentime bekommen und hat auch wirklich diesmal auch was zu tun und hat auch wirklich diesmal Impact. Und Din Djarin war einfach quasi nur die Nebenfigur, die aber auch noch relativ viel Screentime bekommen hat. Die Effekte der Serie sind abwechslungsreich, sagen wir mal, weil in der einen Folge sind sie relativ gut und in der anderen wieder relativ billig und CGI überladen. Die Kamera in der Serie ist solide und leistet keine herausragende Arbeit, genauso wenig wie die Schauspieler, die sind alle, machen alle einen soliden Job, aber keinen herausragenden oder super schlechten Job. Die Story entwickelt sich relativ schnell im Tempo, es gibt auch sehr viele Easter Eggs in der Serie. Aber so generell hat sie nicht viel zu bieten, was eine gute Serie so ausmacht. Oder keine guten Plot-Twists oder keine super durch dachte Handlung, aber es ist auch Regisseur Robert Rodriguez dabei und von dem ist man ja sowas gewöhnt, einfach so simple, kurzweilige Unterhaltung. Und spezielle, sehr spezielle Werke eben.
Und die letzte Folge hat es auch ein paar Fanservice-Aktionen gebracht, aber sonst war die nur okay. Aber nach all dem Gelaber, welche Bewertung würdest du in der Serie geben? Ich gebe The Book of Boba Fett 6,5 von 10 Punkten mit leichter Tendenz nach oben, also so bis zu 7 von 10 Punkten, denn die Serie hat zwar unterhalten und hat auch einen guten Fanservice und hat auch mehr oder weniger ein paar coole Sachen eingebaut und Cad Bane ist eigentlich immer ein großer Pluspunkt, hatte auch relativ gute Action, aber hat generell jetzt für Star Wars jetzt im Serienuniversum jetzt keinen allzu großen Impact, ist auf längerer Sicht nichts Weltbewegendes oder nichts Langfristiges, Einzigartiges oder sowas. Und weil natürlich zwei Folgen der Serie nichts mit dem Namensgeber Boba Fett zu tun hatten, ist das natürlich auch für die Serie eigentlich ein großes Minus, auch wenn die Folgen eigentlich qualitativ sehr hochwertig waren und da die Kamera oder die Schauspieler nicht herausragend sind, ja, ist das natürlich jetzt keine 1A-Serie. Aber wer jetzt natürlich ein Star Wars-Fan ist oder ein Boba Fett-Fan oder Mandalorian mochte, der kann sich auf jeden Fall mal das Ganze hier gönnen. Allerdings sollte man jetzt nicht zu viel erwarten, das auf langer Sicht ist es eigentlich nichts Weltbewegendes, aber so für eine Serie, die man einfach mal schaut, um unterhalten werden zu können, ist das eigentlich ziemlich gut. Und man wird hier wirklich unterhalten, man erfährt auch ein bisschen mehr was von Boba Fett, aber das war es eigentlich auch schon. Wie dem auch sei. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke auf jeden Fall. Teilt das Video noch mit euren Mitmenschen, die das vielleicht interessieren könnte. Und wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Ciao.